So, hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 1. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem wunderbaren Let's Play von Final Fantasy. Wunderschön. So, wir machen mal... Oh nein, nein, nein. Oh, böse Falle. Ja? Ah, hier gehen wir nämlich drauf. Wir wollen ja weitermachen. Windflüsterhöhle 21. Untergeschoss, Baby. Ah, oh Gott, das Lavafeld hier groß. Und eine Kiste. Riesentropfen. Tun wir mal so, als hätten wir noch nicht genug. Und das ist schon die Stiege. 22 ist untergeschossen. Ein Gelboger. Ein Gelboger. So. Oh Mann. Genau, was ich gerade zur Kiste laufen wollte. Oh, mehr kann ich nicht tragen, ey. Oh, das ist schon die Stiege. Aber wir holen jetzt erstmal die Kiste hier. Elfenstaub, toll. Jetzt mal wieder hier. 23 ist untergeschossen. Oh Gott, ein Gladiator und ein Einhorn. Gut, die haben wir noch nicht gesehen. Das ist schön. Schön, ja. Deswegen mache ich jetzt mal keine Speed-Up-Taste. Aber jetzt 4600 Gild, Alter. So, Notausgang. Und wieder Gladiatoren und ein Einhorn. Einhorn. So, suchen wir mal weiter hier. Nach dem Teleporter, der uns hier aus dieser Scheiße bedingt. Ja. Okay, Sackgasse. Hätte ich doch wissen müssen. Verdammt, ey. Jetzt kommen nur noch diese Gladiatoren und ein Einhorn, ey. Ein Einhorn, Leute. Einhorn. Todesgorgo. Alter, werden ja immer heftiger hier. Ja, haut's nur ab, ey. Solche Schisser. Komm, jetzt machen wir uns euch down hier. Nein, haut doch nicht ab, Leute. Oh, schon wieder Sackgasse hier. Ist wieder voll falsch gegangen. Ach. Ist nervig, ich weiß. Leute, beruhigt euch. Klopfer. Klopfer. Ja, Klopfer. Schönen Gruß an meine Freundin, ey. Ja. War schon ein geiler Abend. Ja, dazu will ich jetzt nicht mehr spoilern, aber... Wir lenken jetzt mal nicht vom Thema ab. Ah, hier ist schon der Teleporter, gut. Hallo? Hallo? Kakao, Kawakao, Kawauka. Okay. Ach genau, das ist die Scheiße hier, ey. Also dann, ja, sehen wir uns im 30. Untergeschoss, dann... Bis dann. So, da sind wir auf dem 30. Untergeschoss. Wir sind lauter Untote. Tut dieser Schmerz an. Hallo, du. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Geh weg da, danke. Was ist das denn hier? Toll. Aha. Aha. Und was hilft mir das weiter, hä? Wartet. Oh, eine Hütte. Cool. Ich will da rein. Geht nicht, schade. Auch nicht. Eine geheimnisvolle Kraft hält die Tür verschlossen. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Ja, was für eine Hilfe, Mann. Warum passiert uns das? Was haben wir getan? Ach, die ist ganz tot. Ach, die sind alle voll steinert hier. Es tut so weh. Bitte erlöst mich von diesen Qualen. Diesen Schmerzen. Warum passiert uns das? Was haben wir jetzt getan? Ah. Er hilft uns. Dieses Ding in dem Haus hinter mir hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Ich bin mir sicher, wir werden wieder wie früher sein, wenn es vernichtet ist. Bitte tut etwas. Okay, dann gehen wir mal rein. Oh, lol. Die Mucke ist ziemlich traurig. Ja, wir werden alle elendig verrecken. So, passt alles? Ja. Kommt mit mir. Oh mein Gott. Eine Dampflok. Ein Höllenzug. What the fuck.
Es geht hier ab. Okay. So. Schützen wir uns erstmal ein bisschen. Nein, das machen wir, Alter. Trotz auf ihn, ey. Spinnst du? So, Proterra, wir machen wieder das gewohnte Schnitzelzeug. So. Wieder schön schützen. Einmal draufhauen. 1540, okay. Nicht schlecht. Säurerie. Autsch. Ja, gut, das macht ganz, naja, Damage. Du draufschnetzeln. Proterra und du wieder Mumm. Dass wir uns ein bisschen abdichten hier wieder. Weil sonst macht der doch scheiß Schaden. Ungefähr, außerdem hat der 9.999 HP. Und wie wir sehen, macht er schon ganz viel Schaden. Dann, auf Sellen mal. Du darfst wieder draufhauen. Du, machst wieder Proterra und du darfst wieder Mumma. Gewohnt wie immer. Protest. Mom, gucken wir mal, wie viel Schaden der macht jetzt. Aber wir Säure legen, ey. Säure triggern! Stirb doch mal, Alter! Warte mal. Heil mal ihn mit einer High Potion. Du darfst angreifen. Du. Was machst du? Vigra auf Selen. Und du machst Flare. So, heil mal bitte ein bisschen. HI Potion, so. Und Flare so. 766, okay. Und gut, das war's. Der Höllenzug. Nicht sonderlich schwer. Ein Final Elixier, sehr schön. Ein zarter Blütenduft schwebt in der Luft. Müssen jetzt hier rausgehen? Ja. Alter, was geht denn jetzt ab, ey? Hey, seid ihr wieder normal? Warum hat der Höllenzug ausgerechnet in unserer Stadt halt gemacht? Solange ich das nicht weiß, werde ich niemals in Frieden sterben können. Stirb doch einfach, Alter. So, da, der hat sich reingelassen hier. Aber wir heilen uns erstmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im letzten Geschoss, im 30. Im 40. Genau, im 40. Bis dann, Leute. Hallo, Leute. So, jetzt sind wir endlich auf der letzten Ebene von der Windflüsterhöhle. Machen uns endlich auf den Weg zum letzten Endgegner, der nochmal ein bisschen anziehen soll. Hier ist er schon. So, hallo. Thanatos. Hallo, Thanatos. Ja, Thanatos ist ein wenig härter als die anderen. Hat auch 30.000 HP. Also nicht wundern, wenn er so stark ist. Jetzt können wir nochmal die ganzen Items raushauen, die wir gefunden haben. Auf jeden Fall hauen wir einen Protect Ring auf Skin ab. Nein, ich bin so dumm, ey. So. Da war es doch. Protecting. Schützt bisweilen vor Kampfunfähigkeit. Okay, dann machen wir das mal. Hä? Lol. Egal. Dann, du machst Proterra. Und du hast auf Bill. Autsch, ja. Du und da, du kannst reinhauen. Er bleibt wirkungslos. Idiot, ey. So. Dass du mal ihn heilen. Du musst unbedingt weiter Proterra machen. Das Wichtigste ist Proterra. Das ist ganz wichtig. Denn solange ihr ganze Zeit Proterra habt, macht der Typ nichts. Also, beziehungsweise kann der keinen Schaden machen. Scheiße, Mann. Jack ist so ziemlich am Abkacken. Explosion. Angriff. Terra weiter. Du Mom. Anti. Oh, Anti-Z. Du Sau. Du bist unfair.
Oh, du bist so unfair, Mann. So. Ach, Protest Ring. Genau war das. Was haben wir eingesetzt? Was war das? Protect Ring. Ach so. Ja, ach so. Das ist ja... Ah, fuck. Das ist ja ein Ausrüstungsgegenstand. Verdammt, stimmt. Koffeintrunk auf... auf ihn. Du so. Du weiter Proterra. Und du wieder Mom. Ja, ich sehe schon, er macht nicht mehr so viel Schaden. So, aber wir machen wieder Schaden. Das ist gut. Vitra, Angriff. Du wieder Proterra und Mom. Einfach ganz der Proterra machen. Exitus, nein. Nein. Boah, danke, ey. Wenn der den jetzt umgebracht hätte, ja, ich hätte dir so einen reingehauen. Thanatos. Schwule Saudi, ey. Der muss stärker werden. Hat, ja, Hass muss der ja noch drauf haben, ne? Ja. Krafttrunk. Du weiter Proterra. Nicht du, sondern er. Alex muss Proterra machen. Und du wieder Mom. Oh, trifft er nicht? Wie geil. So. Und wie viel Schaden? Ja, endlich sieht es mal nach gescheiten Schaden aus hier. Ich hoffe, der macht jetzt nicht nochmal Dings hier. Wie heißt's? Anti-Z. Ist ja nicht richtig kacke. So. Wieder Proterra. Du darfst mal draufschnetzeln. Mit Flair, genauso. Ja, schau, dass der Schaden wieder ganz locker flockig aus. Und 5288 Schaden. So muss es doch sein, ey. Perfekter Kampfstandard, ey. Perfekt. 775. Gut, dann darfst du auch mal draufhauen. Du darfst mal kurz Bill heilen und du darfst wieder Flair machen. Oh, 63, wie süß. Ja, okay, wir machen auch nicht mehr viel Schaden, ey. Auch nicht viel mehr Schaden, aber Bill schon, ja. Bill schon. So, gut. Dann noch Flair. Dann machst du mal Protest so. Angriff. Feuiger. Und Flair. Oh, 7 Schaden. Mein Gott, wie süß. Wie süß. 7 Schaden, Leute. Was ist das für ein Kack, ey? Na, immerhin 300 Schaden, ne? So, und... Ah, immer noch nicht. Schade. Dachte, das war's schon, ne? Okay, 30.000 sind noch viel. Noch eine Runde. Überlebt er doch noch eine Runde hier. Schön für dich. So, jetzt musst du aber sterben, Digga. Jetzt musst du sterben. Und? Ja, da ist er tot. Thanatos. Ja, wir haben es endlich geschafft. Die ganzen optionalen Dungeons sind abgeschlossen. Ein Weißschwert. So, haben wir hier noch irgendwas? Nur von da sind wir glaube ich gekommen. Eine Sekunde, ich will jetzt hier nichts Falsches machen, gell? Also ich speichere mal ab, bevor wir in einen falschen Raum gehen. So, gehen wir mal da rein. Gut, das ist richtig. So, Leute, und jetzt nicht auf den Teleporter treten. Auf gar keinen Fall, bevor ihr nicht in diesem Raum wart. Das Ultima-Schwert. Das stärkste Schwert ever, Mann. Ja. Schaut euch den Schaden an, Alter. Alter, übel. 133 Angriff. Boah, und er kann 2 Schwert anlegen. Benutzen, um Sanctus auszuführen. Geil. Boah, Leute, ey, die sind jetzt voll overpowered, ey. Boah, heftig. So, wir haben es endlich geschafft. Ja, jetzt können wir endlich raus. Dankeschön. Und damit verabschiede ich mich von diesem Part. Im nächsten Part machen wir dann endlich weiter und versuchen, das Spiel abzuschließen. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Marcel.